Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Sonntag. Zum heutigen Sonntag? Zur Captain Toad Treasure Tracker Folge am Sonntag. Ja, und wir beenden so gesehen. Oder wir fangen die Sonntagsfolge genauso. Ach, ist ja auch egal. Wir decken jetzt einfach das Bild auf. Irgendwie weiß ich nicht, was ich gerade sagen wollte. Clear Pipe Puzzleplex. Das klingt cool. Da habe ich Bock zu. Einfach nur durch so Pipes durch. Okay. Gucken, haben wir hier vorne direkt irgendwo was versteckt noch? Nichts versteckt auf der Startplattform? Jetzt bin ich ja so ein bisschen enttäuscht. Okay, wir haben da drin Gegner auf jeden Fall. Wir gehen einfach mal rein. Wir gucken einfach mal, wo der Standardweg uns lang führt. Okay, da führt uns der Standardweg lang. Oh Gott. Sind die schneller als ich? Nein, sind sie nicht. Okay, das ist gar nicht mal so einfach. Stellen wir fest. Okay. Kann ich einfach... Nee, ich möchte bitte... Ach, kann ich... Nein, ich kann mich nicht einfach wieder rumdrehen. Okay, ich muss einfach nur in die Richtung steuern, wo ich hin möchte. Ich kann leider nicht reinzoomen, ist das Problem. Wo geht's hier nach unten? Okay. Oh, shit. Wie bekomme ich die denn kaputt? Es ist gar nicht mal so einfach. So. Aber ja, stimmt hier. Ich könnte ein wenig mit der Kamera spielen. Falle ich hier jetzt einfach runter, bitte? Einfach runter. Sehr schön. So, damit haben wir den jetzt schon mal. Damit hatte ich ja beim letzten Mal... Oder im ersten Versuch eher gesagt, hatte ich ja meine Probleme damit. Okay. So, warten wir hier mal kurz. Da hinten haben wir einen Pilz. Den möchte ich noch nicht holen. Weil, ja, noch bin ich ja sowieso groß und den spare ich mir lieber auf. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach unten und dann nach links und dann nach oben. Und dann gehen wir da lang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach nee, das war ja... Oh, shit. Und dann vergessen wir wieder, dass wir da... Okay, jetzt wissen wir auch, wie wir das Ding da kaputt bekommen. Ich muss mir das Ding schnappen. Also ich muss da nach unten. Muss mir den Hammer holen. Muss dann nach rechts raus. Da oben runterfallen lassen und dann nach links. Okay. So. So. Okay. Jetzt muss ich hier den richtigen Moment abpassen, dass ich mir das Ding hier hinten holen kann. Okay, das haben wir auch. So. Wir gehen einfach mal kurz nach hier oben. Nochmal nachdenken. So, jetzt könnte ich... Jetzt wird es sich, denke ich, lohnen, wenn ich mir den Pilz hole. Ja. Ist hier noch irgendwas? Nee. Da wollte ich kurz überprüfen, ob da noch irgendwas ist. Gott, hier das Timing ist ja auch mal gar nicht so einfach. Ich würde sagen, jetzt und dann hinterher. Und dann runter nach da und nach da. So, da ich jetzt mal ganz stark davon ausgehe, dass der goldene Pilz unser Bonusziel ist, nehmen wir den hier oben mit. Wir können jetzt nach hier, 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 hier. Gehen jetzt runter, nach hinten. Nach da. Dann warten wir kurz ab.
können jetzt raus. Oh Gott. Kleine Bonusrunde. Kleine Bonusrunde. Oh Gott. Shit. Okay. Ja, Bonusziel. Entweder der goldene Pilz oder keinen Schaden nehmen. Na, was ist es? 70 Münzen. Wie viel haben wir gesammelt? 70. Ja, also prinzipiell war es der Pilz. Okay. Aber das fand ich mal echt spaßig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das war vor allem, wenn man da sich die Timings zwischendurch erst nochmal angucken musste, war das auch mal nicht so super trivial wie manch andere Level. Die dann zwar auch cool gemacht sind, aber dann so, ja, läufst du einmal durch und hast es geschafft. Da musste man zumindest mal kurz nachdenken. Das hat mir ganz gut gefallen. So, on the trail of the great bird. Ja, auf den Spuren des großen Vogels. Mal gucken, ob es eine Videosequenz ist oder ob es wieder irgendwas ist, wo wir aktiv dran teilnehmen können. Schauen wir mal. Ich muss aktiv laufen. Ist irgendwas vor mir? Nein. Wobei, das war beim letzten Mal, glaube ich, auch. Musste man nur ein paar Schritte laufen und dann kam, glaube ich, die Sequenz, oder? Ich glaube, so ähnlich war das bei Toad auch. Cool, dass ich selbst wirklich gerade gehen muss. Hey, hey. Er hatte den Stern nicht, oder? Kann das sein? Habe ich das richtig gesehen, dass er den Stern nicht hatte? Und damit Toad nicht hat? Sah für mich irgendwie so aus, als hätte er den Stern nicht mehr gehabt. Aber gut, wahrscheinlich täusche ich mich. Egal, wir machen uns auf jeden Fall einfach weiter auf dem Weg hier, beziehungsweise setzen unsere Reise fort. Ich hoffe, Toadette hat jetzt ausgeschlafen, dass wir das Level hier vernünftig bewältigen können. Midnight in the Wandering Woods. Okay, ja, stimmt, sie hat nicht geschlafen. Sie wurde ja aufgeschreckt vom Vogel und wir folgen ihm ja jetzt. So. Hallo, ihr komischen Baumstämme. Ist hier irgendwas drin? Nee. Ist nur zum Ausweichen da. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Da hinten komme ich noch dran, okay. Jo. Einmal runter. Einmal rüber. Sie, Jeevee ist ganz schön fies. Das ist die Special-Folge, genau, mit Stewie. Mit extra kostenlos Lachen. Die Special-Folge mit kostenlos Lachen, alles klar. Ganz einfach besser als mein Rechter. Kann ich das denn hier werfen? Ja, kann ich, aber nicht so. Nein, jetzt ist das Ding kaputt gegangen. So, ja, jetzt konzentrieren wir uns hier wieder, nachdem die GB hier eben abgelenkt hat. Fängt die hier einfach an zu singen. Unglaublich. So, kann ich das... Wie komme ich da überhaupt drüber? Kann ich das Ding da drauf werfen? Ja, kann ich. Alles klar. So, jetzt nehmen wir den wieder mit. Und gehen einmal hier durch. Komm schon, Gespenster. Auflösen. Vielen Dank. So. Einmal aufmachen. Das war ganz schön knapp. Da habe ich mal wieder fast ein wenig zu viel Risiko gemacht. So. Okay, da gab es auf jeden Fall unseren zweiten Kristall. Und, beziehungsweise Diamanten. Sage ich immer Diamant oder sage ich Kristall? Ich glaube, ich sage immer Kristall. So, noch eben alle Münzen mitnehmen. Und wieder zurück. So, die geben mir da irgendwie einen Leiterpreis.
sollte eigentlich nicht das große Problem sein. Gar kein Problem. Alles chillig hier. So, ich kann irgendwie... Was bringt mir das denn, wenn ich nach da oben komme? Hä? Kann mir seiner verraten, was mir das bringt, wenn ich nach da oben komme? Vielleicht ist da irgendwas versteckt. Wir gehen da einfach kurz hin. Vielleicht irgendwie ein Gold Mushroom oder so. Ja, da ist ein Gold Mushroom versteckt. Irgendwas musste da ja sein. Alles andere wäre extrem merkwürdig gewesen, wenn da jetzt nichts gewesen wäre. So. Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Komme ich hier irgendwie an den vorbei? Ah ja, ich komme hier an den vorbei. Klar. So, bevor ich zum Stern gehe, noch unseren letzten Kristall hier hinten holen. Hier sonst noch was versteckt? Ein kleiner Nebengang, wo noch Münzen sind? Nö. Nichts mehr. So. Und damit... Münzen. So, 108 Münzen. Mal gucken, was das Bonusziel ist. Ich gehe mal vom Gold Mushroom aus. Alles andere würde mich doch jetzt sehr stark wundern. Jo, find the hidden Gold Mushroom. Beziehungsweise, ja, found. Ich habe ihn ja schon gefunden. Ich muss ihn nicht mehr finden. So, damit zeigen sich die nächsten drei Level. Gucken wir mal kurz, was wir hier als Bonusding haben. Ja, das ist das ganz Normale. Das machen wir jetzt gerade nicht. Wir gucken uns jetzt nochmal eben dann das nächste Level an. Das dürfte zeitlich ein bisschen besser passen. Und wenn ich das richtig sehe, dürfen wir uns hier vervielfältigen. Alles klar. So. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Okay. Da muss einer drauf. Da haben wir einen Bonus-Mushroom. Was haben wir hier? Hallo. Habe ich irgendwas weggeworfen? Hä? Scheinbar ist die ist das Ding irgendwie wichtig. Warum? Hä? Aber warum sollte das Ding wichtig sein? Verstehe ich jetzt nicht. Was war eigentlich da nochmal? Stellen wir sie mal hier rein. Mit ihr laufen wir nach oben. Springen wir mit ihr hier drauf. Okay, das Ding fährt jetzt einfach. Ach, ja, wahrscheinlich für den Fall, dass ich nicht gleichzeitig da drauf gestanden hätte. What the fuck geht hier eigentlich ab? Ich habe bis jetzt noch nicht einen Kristall bekommen. Und sehe auch nur einen bis jetzt. Da sind Wände. Ach, jetzt stehe ich da unten drauf. Jetzt mal im Ernst, wie komme ich da denn bitte gleich dran? Hä? Das Level verwirrt mich ziemlich hart. Wow. Wow. Ich komme zum Ziel, ohne dass ich auch nur einen Kristall bekommen habe. Wisst ihr was? Wir machen das einfach eben, damit ich das Bonusziel bekomme. Wie ich da an den einen Kristall komme, weiß ich gerade. Aber wie ich an die anderen
Okay, den Gold Mushroom haben wir sogar schon. Uns fehlen aber alle drei Diamanten. Okay. Also, dass ich... Stimmt, da haben wir einen Schlüssel irgendwie. Da habe ich keine Ahnung, wo der sein soll. Schauen wir uns mal kurz um. Bevor ich jetzt hier wieder überall drauf trete. Also da hinter dem Tor wird einer sein, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Da haben wir... Ah ne, das war der Gold Mushroom. Also hier unten ist ganz offensichtlich... da hinten können wir nochmal ganz kurz gucken. Ne, da geht's auch nicht rein. Also hier unten ist ganz offensichtlich zum Start hin nichts. Das halten wir mal so fest. So. So. Wo zur Hölle ist der Schlüssel zum Beispiel? Haben wir irgendwas jetzt gerade freigestellt? Nein, haben wir nicht. Nee, hier ist nichts. What the fuck? Ich bin komplett überfragt. Muss ich einfach mal gerade feststellen. Ich finde hier nichts. Da ist nichts mehr. Ich kann von hier nur auf den blauen da drauf. Kann ich mich hier... Habe ich mir dadurch irgendwas freigeschaltet? Hier noch irgendwo? Nö, habe ich mir auch nicht. So, jetzt komme ich zumindest an den einen dran. So, dafür muss ich hier rüber. So, das ist der eine. Aber ich sehe hier nichts sonst. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel sein soll. Im Ernst, ich verstehe es nicht. Aber was sind denn da unten? Da. Da ist der zweite Kristall, okay. Und da ist der Schlüssel, den ich jetzt darüber werfe, mir mit ihr schnappe, hier ausschließe und dann den dritten Kristall bekomme. Alles klar. Okay. Doch geschafft. Das gleichzeitig zu machen, ist gar nicht mal so einfach. So. Jetzt kletterst du da hoch. Nein. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich dachte mir, damit ich mit der unteren Toadette nicht weglaufe, steuere ich mal ein wenig nach vorne. War nicht die Premium-Idee. Weil dann bin ich, habt's ja gesehen, bin ich den komischen Teppich runtergefallen. So, damit haben wir das geschafft. Nachdem ich am Anfang mal so gar keine Ahnung hatte, wo die ganzen Dinger sein sollen, hat's jetzt doch ganz gut geklappt, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir sind für heute wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende gehabt. Das hätte ich vielleicht eigentlich zum Anfang der Folge sagen sollen. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch ein paar schöne Stunden des Wochenendes. Wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann am Dienstag wieder dabei, wenn es eine neue Folge gibt. Bis dann!